Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Wir sind derzeit dabei auszubrechen und wir müssen irgendwo in eine Ecke, wo ein Scheißhaufen auf uns wartet. Ja, ein Scheißhaufen. Da sollen wir reinspringen. Ich weiß nur nicht wo. Da ist schon wieder so ein Fackelträger. Sollte ein bisschen besser die Umgebung im Auge behalten, ne? Das Spiel ein bisschen lauter machen für mich. Ah, schon besser. Okay, ich würde sagen, wir erledigen erstmal diesen Fackelträger da. Komm aus den Büschen raus. Ist doch bestimmt auch scheiße laut. Hallo? Scheiße. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Kacke. Ich muss da noch wieder hochkommen können. Ich bin nur ein Busch. Nur ein Busch, geh einfach weiter. Ich komme hier nicht mehr weg. Es sei denn, ich schaff's hier rauf. Ich kann nicht mal vom Schleichen aufstehen. Doch jetzt. Haut rein, Genossen. Oh. Nein, Bogen bitte. Bogen. Tschüss. Ist auch noch genau runtergefallen. Ah, oh, ist das schön. Okay, noch nicht. Mist, ey. Okay, wo ist die Stelle, wo wir runterspringen müssen? Ah, oh, genau die andere Seite. Scheiße. Schon, triff ihn. Ich hab doch meine Giftpfeile ausgerüstet, oder? Ja. Gut, der dürfte nicht mehr lange leben. Genauso wie sein Kollege da hinten. Und dann müssen wir in die andere Richtung laufen. Stehst du da jetzt ernsthaft rum? Dann warte ruhig auf deinen Tod. Oh. Ich ist immer noch nicht umgefallen. Ich glaube, die sind verbuggt, wenn ich hier stehe, oder? Wo ist der Dude hin? Hochlaufen kann er nicht. Das wissen wir beide. Oder alle. Als wären wir jetzt zu zweit. Ich und mein Zuschauer. Oder bist umgefallen? Er könnte auf jeden Fall hochkommen, wenn er möchte.
glaube, das ist einfach nur umgefallen und runtergefallen. Okay, wir müssen in die Richtung, aber wir wissen, dass da Leute am Lagerfeuer sitzen. Aber ich denke, das wird kein Problem sein. Ich glaube, da kommen wir dran vorbei. Na gut, das wäre auch ein Wunder gewesen, den zu treffen. Der Schuss muss von hier gekommen sein. Also wo steckt dieser Bastard? Ach, ist nicht dein Ernst. Ich kann nicht ewig laufen, ich muss hier hoch. Geht doch. Wieso nicht gleich so tut, hä? Oh Scheiße. Ich sehe nichts. Kurva, genug. Du bist stärker. Verschone mich. Okay, ich muss ihn töten, ne? Er ist umgestorben. Er ist umgestorben, ja. Er ist umgefallen. Irgendwie redet davon, dass jemand erschossen wurde. Und du bist jetzt nicht hier runtergefallen, oder? Auf der falschen Seite. Nee, da läuft der Dude. Es wird langsam hell, ich muss mich echt beeilen. Keine Zeit, tut mir leid. Ich würde gerne mal die Spielchen mit dir treiben. Wie viele sind denn da noch? Kann doch nicht alle erschießen. Frage ist, was passiert, wenn ich den erschieße? Kann ich nicht einfach hier runterspringen? Und am Leben bleiben? Rein theoretisch müsste das doch funktionieren. So tief ist das nicht. Oh, Scheiße. Ach, Kacke. Okay, er ist wieder weg. Okay, ich muss diesen einen loswerden. Diesen einen Fackelträger muss ich loswerden. Frage ist, ob er die anderen aufscheuchen wird. Ach, Scheiße! Ich wollte den Pfeil zurücklegen. Ah, das wurde nix. Ich hätte ihn nämlich von hinten schön attackieren können. Er muss von hier aus geschossen haben. Okay, jetzt versucht er einmal rumzulaufen. Tschüss. Schleiche ich hier? Sehr schön. Okay, das war der erste Punkt und wir sind eigentlich draußen, ne? Ja. Wo genau sind wir jetzt? Hier hinten. Triff dich mit Bishek, okay. Muss trotzdem aufpassen, die werden hier wahrscheinlich Wachleute haben. Aber ich bin ja ein korrekter Kerl, deswegen treffe ich mich mit Bishek. Ich meine, ich hätte es auch ohne seine Hilfe geschafft, ganz klar. Hätte mich losgebissen oder irgendwas. Und dann ging's ab. Yay. So, damit ihr auch irgendwas sehen könnt, würde ich sagen, ziehen wir uns einen Trank der Nachtfalken rein, ne? Ich will's selber trinken, so. Jetzt nur nicht hier sterben. Dann ist alles gut.
Ich muss sagen, eine gute Position haben sie sich ausgesucht. Hier kann man nicht einfach so hochgehen. Ich meine, man könnte schon, nur wäre ein bisschen blöd. Besser wäre es halt noch gewesen, diese Bäume hier alle komplett wegzuroden, damit sie freie Sicht auf den Berg haben. Aber naja. Vielleicht verdeckt das ja auch dann die Basis, wer weiß. Ich muss ja gar nicht mehr schleichen. Ich bin frei! Ja, easy entkommen, Freunde, easy entkommen. So, dann gehen wir gleich noch zu Ratzig und sagen: Hey, Ratzig, bist du mein Vater? Was ist denn los mit dir? Sag doch was. Und dann gucken wir mal, wie er antwortet. Bischek, Bischek, Bischek. Komm doch mal hier, wo bist du denn? Wildstock? Wir sind draußen. Jetzt musst du deinen Teil der Abmachung einhalten. Abgemacht ist abgemacht. Keine Sorge, ich halte mein Wort. Aber ich muss nach Ratai zu meinem Vater. Sie nahm mir mein Geld weg, als ich gefasst wurde. Gut. Wir sollten sowieso schnell die Fliege machen. Du wirst mir helfen müssen. Irgendwie hat mir die Behandlung dieses Hühn nicht gut getan. Du hast nicht zufällig irgendwo ein Pferd versteckt. Ein Pferd? Daran habe ich nicht gedacht. Ich hab doch meine Klamotten wieder. Sag bloß, das Nachtfalkengetränk wirkt jetzt immer noch. Das wäre der Hammer. Ja, war klar. Ah, okay, es geht, es geht. Gab es Kunde über deinen Jungen, Ratzig? Noch nicht. Ich hoffe, der Bursche hat sich nicht übernommen. Wird mich nicht überraschen, so draufgängerisch wie der ist. Ich frag mich wirklich, von wem er das wohl haben mag. Hör auf, Hanus. Verzeih, Herr, dieser Kerl hier, Heinrich! Vater? Ich sag's ja, ein Draufgänger! Nun, wie ich sehe, warst du nicht untätig und wir haben dringend eine Unterhaltung zu führen, unter vier Augen. Mir scheint, als hättest du einiges zu berichten. Was ist geschehen? Ich, saß eine Weile in Vranek fest. Aber ich weiß jetzt, was sie planen. Es wird ausgeheckt. Und von wem? Raus damit, Junge! Es besteht kein Zweifel mehr. Dieser ungarische Adlige steckt dahinter. Der, den du am Tage von Sigismunds Raubzug auf Skalitz zu Gast hattest. Herr Istvan Toss. Toss und seine Schergen. Es passt alles zusammen. Sie stellen die gefälschten Münzen her und nutzen sie, um Söldner anzuheuern. Er hat bereits eine beachtliche Streitmacht in Vranek versammelt. Aber was zum Teufel will er? Das weiß ich genau. Aber es wird euch nicht gefallen. Wie das? Wir hatten eine lange Unterredung. Was? Beim Versuch, in ihr Lager zu gelangen, wurde ich gefangen genommen. Wir unterhielten uns und er verriet mir seinen ganzen Plan. Was? Vermutlich dachte er, er müsse ihn nicht länger geheim halten. Das überrascht mich nicht. Warum nicht? Was hat dieser Bastard vor? Er dient Sigismund und will König Wenzels Verbündete vernichten. Also uns. Er hat eine beachtliche Streitmacht formiert und ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob wir sie besiegen können. Niemand wird uns jetzt zur Hilfe eilen. Elender Hundsfott! Ich ziehe ihm die Haut ab! Wie viele Männer hat er? Über 100, würde ich sagen. Wie gut ist ihr Lager befestigt? Es handelt sich dabei um eine verlassene Feste auf einem Hügel über Sasau, umgeben von einer Palisade. Drei Seiten sind unzugänglich. Bastard! Ich vernichte dieses Gezücht! Das ist leicht gesagt, alter Freund. Toss scheint kein Risiko einzugehen. Zusammen mit Divish können wir genug Männer aufbieten. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Dieser Bastard giert nach einer Schlacht. Also sollten wir es sein, die Zeitpunkt und Ort bestimmen. Zweifellos. Wir müssen sie überraschen. Am besten greifen wir morgen Nacht an. Schneller können wir uns nicht bereit machen.
Das wollte ich hören, Ratzig. Heinrich, lass dich zusammenflicken und begib dich danach umgehend zu Herrn Divisch von Talmberg. Sag ihm, er möge mit all seinen fähigen Männern morgen Abend gen Vranik marschieren. Wir erwarten ihn dort. Ja, Herr. Endlich kann ich zeigen, dass mein Schwert nicht bloß ein Schmuckstück ist. Was denn, Heinrich? Gibt es noch etwas? Also, wir müssen uns noch um Bischek kümmern. Und wer ist das? Er sollte gehängt werden, er ist ein Mörder und Verräter. Da kommen, ja. Das ist verwirrend, ihn einfach mal so hängen zu sehen. Aber weißt du was? Nein. Obwohl. Nein. Ich würde gerne seinen Gesichtsausdruck sehen, wenn ich das sage. Der hat mich in Scarlets verraten. Er findet eine Blume, er rettete mein Leben. Naja, hätte er mich losgemacht, ne, wäre ich auch alleine rausgekommen. Ohne ihn wäre ich nicht rausgekommen. Ach, weißt du was, hier, komm. Bishay kommt aus Scarlets. Er half mir bei der Flucht und rettete mir damit das Leben. Ich versprach ihm eine Belohnung. Nun, Bishay, wenn du meinen Sohn gerettet hast, bin ich dir zu Dank verpflichtet. Bitte nimm das als Zeichen meiner Dankbarkeit. Hab Dank, Herr. Danke für die Großzügigkeit. Unter diesen Umständen fragen wir nicht, wie es sich zutrug, dass du bei diesen Schweinen in Vranik warst. Du gehst besser, bevor ich anfange, darüber nachzusinnen. Ja, Herr. Hab Dank, Herr. Lebt wohl, die Herren. Danke, Heinrich. Gott sei mit dir. Ich hab Groschen dafür erhalten. Nimm ein gutes Mal zu dir und lass deine Wunden verarzten. Du siehst scheiße aus. Falls du Ausrüstung benötigst, sag es Bernhard. Er wird dich ausstaffieren. Ja, mein Herr. Kein mein Herr mehr. Ich bin dein Vater. Ich schwöre, ich wollte es dir sagen, Junge. Es grämt mich, dass ausgerechnet Istvan mir zuvorkam. Aber jetzt haben wir wichtigere Dinge zu tun, Später haben wir noch genug Zeit, um zu reden. Oder nicht? Wie du wünschst, Herr... Vater. Gut. Nun begib dich schnellstmöglich zu Divisch, mein Sohn. Okay, fassen wir zusammen. Wir reden später drüber, also nach dem Kampf. Der Kampf ist morgen. Ratz, ich würde sterben. So, begib dich nach Rattay. Man sollte erwähnen, dass ich Ratzig nie mochte. Jetzt auch noch mein Vater. Das Spiel spuckt mir ins Gesicht. So einfach ist das. Es spuckt mir ins Gesicht. Oh. Schon wach? Ich hoffe, du konntest gut ruhen nach allem, was du durchgemacht hast. Du könntest es nötig haben. Heute Nacht machen wir uns ans Werk. Also begib dich schnellstmöglich nach Talmberg und wecke Herrn Divisch und seine Männer. Wir treffen uns abends bei der Feste und rechnen mit diesem Teufelspack ab. Dürfte ich dich etwas fragen? Ich wüsste gern... Achso, lol. Hab Dank. Das ist ein Questgespräch. Okay. Ich muss sofort zu Herrn Divisch. Also gut, Männer. Ansonsten schafft er es nicht rechtzeitig nach Frankreich. Es wird eine lange und harte Nacht. Ja, ist ja gut. Wir laufen ja schon los. Divisch. Divisch. War das nicht hier der Fisch hier? Ne? Ja. Ach du Scheiße, stimmt. Dafür holen wir mal ein Pferd, das wir gerade irgendwie nicht holen konnten und dann zu Fuß gelaufen sind. Ab nach Talmberg. Herr, ich bringe dringende Kunde von meinem den Herrn Ratzig und Hanusch. Du scheinst es zu wissen. Was möchte dein Vater? Ich fand heraus, wer hinter den Unruhen steckt, und Vater und Herr Hanusch beschlossen, dem ein Ende zu setzen. Was? Wer ist denn für all das verantwortlich? Du kennst ihn vielleicht. Istvan Toss. Ich habe ihn nicht persönlich kennengelernt, doch Herrn Ratzig zufolge war er bereits einmal in Scarlets zu Gast. Vor dem Angriff. Das ist wohl kein Zufall. Was ist er für ein Mann? Wonach strebt er? Er dient König Sigismund und geht gegen die Adligen vor, die hinter König Wenzel stehen. Er hat eine beachtliche Streitmacht in der alten Feste über Sasau versammelt und will bald angreifen.
Vater und Herr Harnusch wollen zuschlagen und ihn vernichten, ehe er sich vorbereiten kann. Oh, um Himmels Willen! Wann und wo? Heute Nacht. Sie bitten dich, deine Männer zu sammeln und bei Vranik zu ihnen zu stoßen. Das ist Wahnsinn! Das mag sein, aber ich fürchte, Sie haben recht. Je schneller wir dieses Gewürm tilgen, desto besser. Versammle die Männer. Heute Abend rücken wir aus. Das gerade genug zurück, um die Burg zu bewachen. Also gut, Herr. Wie du befiehlst. Siehst du dich uns an? Ja, Herr. Es gibt noch eine Rechnung zu begleichen. Ab. Wie viele sind das ja nicht? Ist ja nicht mal ein richtiges Volksfest. Na, sieh mal einer an, Tewisch. Kannst es dir wohl nicht entgehen lassen, was? Du hast doch wohl nicht erwartet, dass ich dir den ganzen Ruhm überlasse. Uns würde es im Traum nicht einfallen, ohne dich anzufangen. Wie ist die Lage? Habt ihr schon verhandelt? Haben wir. Was ist dabei rausgekommen? Nicht gerade das, was wir uns erhofft hatten. Ratzig wollte erst persönlich mit ihm verhandeln. Glücklicherweise konnte ich ihm das ausreden. Sieht so aus, als würden wir die Situation nicht kampflos lösen können. Und das ist auch gut so. Dann gibt es endlich mal gute Unterhaltung hier bei uns auf dem Lande. Zu unserem Glück hat mein Sohn hier sehr viel Mut bewiesen und sich in die Höhle des Löwen gewagt, um sie zu bespitzeln. Sag uns, was du weißt, Junge. Was genau möchtet ihr denn wissen? Für den Anfang, wie gut ihre Anlage befestigt ist. Die äußere Palisade umgibt das ganze Lager. Auf einem kleinen Hügel innerhalb der Anlage befindet sich ein heruntergekommenes Bauernhaus, umringt von einer weiteren Palisade. Dort wurde ich gefangen gehalten. Und dort sind auch Toss und seine engsten Vertrauten. Kannst du uns sagen, wie viele Zelte es gibt und wie sie aufgestellt sind? Es könnten 50 sein, vielleicht 60. Die meisten befinden sich im rechten Teil des Lagers. Und Männer, wie viele haben Sie in Ihren Reihen? Mindestens 80 an der Zahl. Wir haben selbst kaum mehr in unseren Reihen. Und dennoch sind es mehr, wenn auch nur ein paar. Zudem sind unsere gut ausgerüstet und diszipliniert, im Gegensatz zu diesem wilden Haufen. So wie ich das sehe, greifen wir sie am besten aus dieser Richtung an. Wie sieht es an den anderen Seiten aus? Das Gelände im Osten ist voller Felsen. Ein Großangriff ist dort nicht möglich. Andererseits konnte ich dort entkommen. Sie entledigen sich dort ihrer Abfälle. Der Haufen ist so hoch, dass er fast bis zum Rand der Palisade reicht. Das ist interessant. Der Wall ist weitläufig. Selbst wenn es wirklich so viele sind, können sie nicht die gesamte Palisade bewachen. Wenn wir das Tor mit voller Wucht stürmen, haben sie nicht genug Männer für hinten. Eine ausgezeichnete Strategie. Ich habe nichts Geringeres von dir erwartet. Wenn wir gleichzeitig für Aufruhr sorgen, werden sie nicht wissen, wie ihnen geschieht. Aufruhr? Du sagtest, sie hätten Zelte? Ja, Herr. Wenn ich mich nicht irre, sind Zelte leicht in Brand zu stecken. Und wir haben einige Bogenschützen. Du machst keine halben Sachen, Divish. Sehr gut. Wir haben also einen Plan.
Robert schnappt sich 10 Männer und schleicht sich mit ihnen zur Rückseite der Anlage. Dort führt er einen Weg hinein, aber bleibt unbemerkt. Ich gebe mein Bestes, Herr. Das wird nicht allzu schwer. Ich denke, der Feind wird genug andere Sorgen haben. Der Rest von uns startet einen frontalen Angriff. Lasst brennende Pfeile regnen und dann greift an. Diesen Bastarden wird Hören und Sehen vergehen. In diesem Moment fallen ihnen Robert und seine Männer eiskalt in den Rücken. Klingt nach einem guten Plan. Gott sei mit euch, meine Freunde. Lasst uns diese Hurensöhne ein für alle Mal vernichten. Die X-Men. Alle mal herhören! Bald werden wir uns diesen miesen Hunden stellen. Sie morden, berauben und schänden unsere Weiber. Viel zu lange schon sind sie uns ein Dorn im Auge. Sie mögen sich vielleicht hinter einer Palisade verschanzt haben, aber dieses Gesindel ist Männern wie euch nicht im geringsten gewachsen. Und heute Nacht werden wir die Bäume mit ihren Leichen schmücken. Zuerst stecken wir ihr kleines Hornissennest in Brand. Danach beschäftigen wir sie am Tor. Und wenn wir ihn ordentlich eingeheizt haben, fällt Herr Robert ihnen mit seinen Männern in den Rücken. Gemeinsam machen wir Hackfleisch aus ihnen. Alles klar soweit? Ja, Herr! Gut. Also, wenn wir die Palisade erreichen, decken die Bogenschützen die Männer, die sie überwinden. Und auch die mit dem Sturmbock. Wer von diesen Scheißkerlen dumm genug ist, den Kopf rauszustrecken, wird mit Pfeilen gespickt. Verstanden? Ja, Herr! So gefällt mir das. Dann los, vorwärts! Dringe in das Lager ein. Doch, wer jetzt die Folgenzeit ein bisschen im Auge behalten hat, der wird sehen, dass wir das erst morgen machen werden. Ich warte jetzt nochmal ganz kurz, bis ich 100% sicher bin, dass ich speichern kann. Ah, Spiel gespeichert, perfekt. Und dann sehen wir uns an dieser Stelle morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.